So, nahtlos geht es weiter, zumindest für mich. Wahrscheinlich auch für das Video. Und ja, das erste, was wir natürlich bauen werden, ist eine Baumeistergilde und Karten mal wieder. Das geht ja standardmäßig dazu. Aussichtsposten warnen den umsichtigen Eroberer vor feindlichen Angriffen. Ja, wir können jetzt Außenposten errichten. Jawohl, na gut. Aber erstmal will ich die Gegend erkunden. Na gut. Aber hier werden wir es tatsächlich mit angreifenden Na Gegnern zu tun gut. haben. Na gut. Und das ist natürlich eine etwas heiklere Na Situation gut. im Groben und Ganzen. Na gut. Weil sonst waren die Na Gegner ja alle gut. schön passiv. Und wow, was können wir hier bauen? Das ist ein Rathaus. Und Gilde der Bogenschützen und ein Außenposten. Also jetzt auf einmal können wir ganz, ganz viel Zeug bauen. Warte, ich brauche Wasser für unsere Leutchen. Wir brauchen Kirche können wir jetzt auch bauen. Gilde der Bogenschützen. Wir können Bogenschützen ausbilden. Hier brauchen wir eine Bäckerei. Leute was zu mampfen haben. Ich will nicht, dass sie verhungern. Okay, sieht einigermaßen vertretbar aus, alles hier. Karten. Ja, das Rathaus, da kann man dann quasi Steuern eintreiben, ja. Sonst kriegen wir immer nur Geld, indem wir quasi, das wäre dumm, das da hinzubauen. Das ist dann ein Steuereintreiber, den wir da ausbilden können. Und der rennt dann in die Häuser rein und bringt uns noch ein bisschen mehr Kohle ein. Bei den ganzen Preisen hier wäre das wohl sinnvoll. Die Kirche wäre sich auch sinnvoll. Ich habe Angst, zu weit zu bauen. Nicht, dass der Gegner dadurch wieder motiviert wird, mich früher anzugreifen, wenn ich zu weit nach Norden baue, weil von dort wieder kommen. Deshalb versuche ich mich hier in diesem kleinen Bereich hier aufzuhalten. Hoffentlich wird es noch rechtzeitig was. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Nein, Bogenschützen, ganz klar, die haben Fernkampfangriff. Ich meine, die Lakaien werfen ihre Keulen ja auch, also. Ja, nur eins ist was geworden. Mist. So, Wasser. Noch mehr Wasser. Oh, noch mehr Wasser. Natürlich brauchen wir mehr Leute. Na, hier wird übergeklöppelt. Ja, ein bisschen viel gemacht jetzt hier. Hey Baumeister, willst du nicht bauen? Ich meine, machst du? Okay, dann mach. Darum bist du Baumeister und nicht einfach ein Bauer. Wenn du schnell was errichtest. So, Preise werden wir wieder ein bisschen erhöhen. Für mehr Kohle. Ist kein Gegner in Sicht. Jawohl. Jawohl. Irgendwie ist mir zu wenig. Ah doch, Kinder. Gut. Zu wenig los hier. Langsam wird's was. Gelsack, nervt eure Bürger getrost mit einem Steuereintreiber. Die Steuer wird im Wirtschaftsbildschirm festgelegt. Ja, jetzt
jetzt können wir auch Steuern festlegen. 150 kriegen wir. Wow, wow, wow. Ah, wir können jetzt mal einen Priester ausbilden. Ich brauche weibliche Gesellschaft. Ich weiß, worauf ich Lust hätte. So. Ich weiß auch, worauf ich Lust hätte. Und da kommen schon die ersten Gegner angelaufen. Es ist ein gegnerischer Bauer. Ist das ein Kundschafter oder was soll das sein? Oder will er uns tatsächlich angreifen? Was ist deine Mission? Er wird angegriffen. Und er wirft auch. Können ihn abwerfen. Ist ziemlich nervig. Oh nein! Mädchen! Lauf, 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 lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ja, du brauchst nicht weibliche Gesellschaft, wir brauchen hier Ruhe vor diesem wahnsinnigen Bauern hier. So, danke. Eieiei. Ei, ei. So. Aber im Frühling, ich muss mal hier Getreide aussehen. So. Weiter so. Ah, ich würde eine Gilde der Lakaien erstmal vorziehen, dem Ganzen. Dann müssen wir auch noch einen Bauernhof bauen, irgendwann mal. Im Grunde haben wir genug Platz. Ist ja nicht so, dass wir gar keinen Platz haben, aber das könnte besser aussehen. Naja, das ist halt Blackton. Was erwartet man von Blackton? Ich hab so nen Hunger. Ja, kann ich verstehen, dass ihr Hunger habt. Durst habt ihr anscheinend auch alle. Steuereintreiber. Ich will meinen Steuertreiber ausbilden. Die Aufnahme kostet 300 Goldstücke. Sollten vielleicht vorher ein wenig Geld verdienen, ja? Okay, okay, okay. Mein Steuereintreiber kostet mich 300 Gold. Er lässt sich seinen Job gut bezahlen, ne? Kein Wasser mehr, kein Wasser mehr. Ich habe auch kein Geld mehr. Kalt heute Nacht. Mir fehlen irgendwie die Kühe. Ich habe noch keine Kühe entdeckt. Also, Lust hätte ich schon. Oh ja, bitte. Okay, Junge, du gehst schon mal los. Yo. Jetzt sind hier ein paar Kühe. Noch sehe ich keine Kühe. Wo sind meine Kühe? Ich will mal speichern. Ah, Kühe. Sehr gut. Er ist zum Mann geworden, wird dadurch ein bisschen langsamer. Jawohl. Nur eine olle Kuh. Ein bisschen wenig. Jawohl. Jawohl. Tja, er hat einen Bauern ausgesandt. Jawohl. Um mich zu nerven. Nur eine Kuh ist hier. Dann kriegen wir Brot rein. Und es wird auch gleich geklaut. So. Gilde der Lakaien. Werde ich mal da oben hinbauen. Und was für die Kühe, damit die auch rasten können. Ich hab nicht gut Geld. Was für eine Swords in der Mama!
So. Ein Steuereintreiber. Vielleicht sollte ich auch einen Priester erstmal ausbilden, damit hier nicht das totale Chaos ausbricht. Und er hat auch gleich eine Leiche mitgenommen. Wir können Regen, Wolkenbruch machen, wir können Schildzauber machen und Pest heilen. Es gibt hier wohl ein paar Leichen, da müssen wir ein bisschen aufpassen noch. So, Zaun müssen wir weiter errichten. Steuereintreiber? Oh, was ist... Was ist... Ein Dämon? Och nö, Leute, was soll das denn jetzt? Warum ist hier ein Dämon? Hey. Er war nicht lange da, aber er war lang genug da, um hier ordentlich, Schaden zu verursachen. Igidigid. Was sollte das denn bitte? Der Priester ist voll im... Es kommt einfach so ein Dämon angeflogen. Warum? Das ist so gemein. Hat einen meiner Bauern getötet. Die brauche ich noch. Oh, drei Kühe. Wenn der Priester mal dazu übergehen würde. Oh, 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 oh. Okay, das ist so schlecht, wie es schlechter gar nicht sein könnte eigentlich. Wo ist mein Priester? Ich scheide dahin. Ja, das wirst du wohl. Das ist jetzt ja maximal bescheuert. Ja, wie soll ich mich... Okay, Bauern, schießt! Schießt sie ab! Oh nein. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier gerade grandios nicht. Ich habe keine Verteidigung. Das ist ja echt mies. Bogenschützen. Feindliche Bogenschützen. Das ist ja mal eine miese Kiste hier. Wie soll ich mich denn dagegen wehren? Ich liebe diesen Ort auch, aber irgendwie fehlt mir... die Power dagegen anzugehen. Wenn einfach so eine Horde von Bogenschützen in mich reinrennt. Vielleicht sollte ich auch Bogenschützen ausbilden. Zumindest ein paar. Oder vielleicht einfach nur... ein paar Fußsoldaten. Ich meine, die sind ja dumm genug, dass sie einfach so bis in mein Dorf hinein runterrennen. Gemeinheiten sind das hier. Das ist natürlich Igidigid. Ich hatte das bei einem anderen Video gesehen, da bleiben die einfach hier vorne hinten stehen und laufen dann wieder zurück. Im Grunde genommen wie so eine... Vielleicht muss ich da einen Stopper hinsetzen oder sowas. Aber... ich glaube, die feindliche Truppe weiß jetzt schon, wo mein Zentrum ist. Und wo der Bauer von denen vorher hingelaufen ist, da wollen sie auch hin. Wasser ist da. Tro ist noch da. Aber das wäre dann eine üble Geschichte. Ich
brauche ich einen Priester. Ich meine, ja, da sind jetzt schon die ersten Fliegen über der Leiche. So. Igitt. Okay, bilde ich einen Lakaien aus und aber einer reicht mir nicht. Einer reicht niemals. Mein Brot geht mir zur Neige. Oh, und da kommen sie schon wieder an. Man, die marschieren auch einfach so durch. Ne? Das heißt, ich kann sie hier abhalten. Oder aufhalten. Töte sie! Die interessiert. Ah, jetzt. Aha, ich glaube, ich habe eine Idee. Die Kühe sind gestorben. Bogenschützen. Okay, alle Mann, rauf da! Oder ran da! Ah, oh, nee, das wird nichts. Ich meine, die einzige... Oh mein Gott! Der Spielstand ist schon zu... Ah! Langsam werde ich ärgerlich, was das hier angeht. Was ich ja machen müsste, im Grunde genommen. Ich müsste einen Soldaten dahinstellen, der hoffentlich dann rechtzeitig sie abfängt. Ich weiß, worauf ich Lust hätte. Moin hier. Schon unterwegs. Diebe! Oh, ja. Heute ist auch wieder so warm. Mein Gehirn arbeitet nicht ganz gut. Ich Lust hätte. Ich könnte einen Zaun errichten. Das geht ja auch gegen Gegner. Wenn ich Glück habe, lassen sie sich davon ablenken. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich brauche. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Okay, ich werde eine Strategie ausarbeiten. Im Grunde ist das dieselbe Strategie, die ich schon in Victory und Polanyi gemacht habe, nämlich die Stöpsel-Strategie. Du sollst das Ding jetzt mal fertigstellen. Ich will nicht noch eine Jahreszeit warten, bis du das hier fertig gebaut hast. So. Brauchst du das jetzt fertig? Ja. Ja, was Besseres zu tun, nicht wahr? Ich kenne euch Typen doch. Ich brauche weibliche Gesellschaft. So, du baust das fertig und wirst auch gleich mal zum Soldaten ausgebildet. So, dann stelle ich dich hier hinten hin. In der Hoffnung, dass das ausreicht als Ablenkungsmanöver. Wenn das nicht klappt, dann ja, muss ich mir was anderes überlegen. Gut, überschreibe ich den Spielstand. Der ist ja auch veraltet. Oh, 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 oh. Erstmal gucken, ob das klappt. Von wo kommen die denn? Kommen die von hier? Ich lasse sie mal da stehen. Oder auch hier. Einfach irgendwo, wo er im Weg stehen wird. So, Mädchen, du holst dir jetzt ein paar Kühe. Es ist bloß eine da. So, und da will ich mal sehen, ob das klappt. Ah, da ist noch eine. Okay, das war ein bisschen krude gebaut jetzt hier, aber... Schläfett, Golev. So, nein, 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 noch eine zweite Kuh. Und da kommen sie schon an und mein Experte hier hat sie nicht aufgehalten. Da
muss ich schon rechtzeitig entdecken. Ich meine, darum sollte man wahrscheinlich so einen Turm errichten, so einen Wachturm. So. Dann wird das schon mal gebaut. Rot geht mir zur Neige. So. Wo bleibt ihr? Ich will das jetzt sehen, ob das klappt. Und wo kommt ihr? Kommt ihr von hier? Tiere, Wölfe. Warum helfen mir die Wölfe nicht gegen diese Gegner? Na, kommt da jemand? Nö. Okay. Ist das nicht schön? Runter! Auch sehe ich keinen kommen. Nee. Ich bin schon paranoid hier. So, ein Priester werde ich mal benötigen hier irgendwann. So, du sorgst dafür, dass die Leichen uns hier nicht über den Kopf wachsen. Alle schlafen friedlich. An eurer Stelle würde ich nicht so friedlich schlafen. Können wir mal den Zaun hier fertig bauen? Ist eigentlich das Mädel geblieben mit den Kühen? Oh, da kommen sie. Okay, alles klar. So, wenn ich die jetzt angreife. Hört auf und stillet euren Durst. Nein, sie lassen sich nicht. Typen. Toller Tag. Sie lassen sich echt nicht aufhalten. Okay, mehr Bauern. Nicht genug Geld. Und da kommen sie an, von der Seite. Alles klar. Wie kann ich sie dazu bringen, dass sie... Ah, so. Okay, alles klar. Dann wartest du da. Und dann laufen sie nämlich zurück. Aha. Und so kann ich Zeit gewinnen. Ich meine, den habe ich jetzt geopfert, aber hey, wir haben Zeit gewonnen. Für die nächste Angriffswelle. Das ist die Stöpseltaktik. Sie funktioniert auch in diesem Spiel. Okay, gut. Das ist gut zu wissen. Oh, du bist verseucht. Aber auch mit der Seuche gestorben. Okay, ich brauche immer ein paar Reservetypen hier. Wasser werden wir auch benötigen. Wo ist mein Priester? Hatte ich nicht einen Priester? Na toll. Das eine funktioniert, das andere geht jetzt voll in die Hose. Bauer, wer zum Priester? Wo ist mein Priester? Die Pest, ja. So, wo ist noch mehr Pest? Ist hier noch mehr Pest? Da ist Pest. So. Und dann beerdige die Leute bitte. Ist der auch verpestet? Hm. Oh nein, da ist noch mehr Pest. Und der Priester selbst ist auch verpestet. Heil dich selbst, Mann. Und heile den armen Kerl da hinten. So. Jetzt gehst du wieder deiner Arbeit nach. Und es wird wieder Nacht. Diese Mission ist sehr unangenehm. Oh Gott, das werden Babys geboren. Das ist so ein schönes Geräusch für mich.
dachte schon, das wäre alles hinüber. Ist da wieder ein Dämon aufgetaucht und hat hier was kaputt gemacht? Ich meine, da ist einer gestorben. Wie soll ich das schaffen, wenn alle sterben? Der Priester ist vollkommen überfordert. Wäre ich aber auch an seiner Stelle. So. Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, ob das schön ist. Ich finde das gar nicht so schön hier. Das ist mein Priester. Ist das nicht schön? Oh, wieder dasselbe Problem. Und aus irgendeinem Grund ist mein Soldat, der ganz hinten steht, ist auch verseucht worden jetzt. So, wo ist hier... Sind da Fliegen? Nein, ich sehe keine Fliegen. Kalt heute Nacht. Kalt heute Nacht. Ich brauche weibliche Gesellschaft. Bäh. Das ist so eine richtige miese Sache hier eigentlich. Ah, hier, er ist verseucht. Ah, nee, er steht in der Seuche. Achso, er steht in dem Leichnam, der da verseucht ist. Okay, alles klar. Ist das vielleicht ein Problem für mich? Dass die Seuche überspringt auf die anderen, obwohl es ganz woanders ist? Okay, jetzt ist sowieso vorbei. Das wäre natürlich doof, aber gut, das kann natürlich sein. Statte die Gefallenen. So, ist das Brot eingeholt worden? Ja, das Brot ist eingeholt worden. Komm, Wasser. So. Ich muss ein bisschen expandieren jetzt. Ein Steuerntreiber. Wenig Lebensenergie. Sonst habe ich zu wenig Geld für alles hier. Kalt heute Nacht. Jawohl. So, Steuereintreiber. Da ist er. Sieht aus wie so ein asiatischer Steuereintreiber mit seinem Hut. So, aus dem Kaiserreich von China sozusagen. Wie viele Männer habe ich hier? Priester, bist du überhaupt aktiv? Das ist mein Priester. Steuereintreiber ist ja schön und gut, aber... Da ist er, okay. Der macht seine Arbeit, okay. Und mehr von Getreideanbau brauchen wir auch. Kühe ist das, was mir jetzt fehlt. Oh, schon wieder ein Dämon. Oh, wie war's? Nein. Er hat meinen Steuereintreiber abgeschossen. Außerdem zwei Leute. Ah, aha. Priester, warum machst du nichts dagegen? Warum machst du keine Antidämonenbeschwörung? Warum habe ich nur noch alte Leute? Warum? Ich hätte diesen Bauern da nicht, der hätte nicht die Karte aufdecken dürfen. Der hat nämlich für den Gegner jetzt die Karte aufgedeckt, was bedeutet, der weiß genau, wo ich bin und schickt dann immer Dämonen aus. Eine Kuh ist hier. Da ist eine zweite Kuh. So, dann gehst du zurück. Das ist das Dümmste, was passieren könnte. Und das tut es mit schöner Regelmäßigkeit. Will jemand mal diese Leiche da wegholen? Oh ja, bitte. Bevor sie zu Pestquelle wird. Ich brauche weibliche Gesellschaft. Führe mich. Ich führe dich. Ich versuche euch alle zu führen. Was gelingt mir nicht? Wir sind alle ein bisschen wahnsinnig.
Dämonen kommen. Der Priester hilft uns nicht. Er müsste doch eigentlich die Dämonen beseitigen. Kalt heute Nacht? Habe ich nur einen Mann hier, der was machen kann? Ja, die anderen sind noch nicht erwachsen genug. Jetzt bilde der Baumeister. Wir hoffen, dass kein Dämon auftaucht. So, jetzt baue ich mal. Gilde der Bogenschütze kann ich noch nicht bauen. Ein Aussichtsposten, aber. Sowieso zu wenig Leute hier. Was? Nein, nicht schon. Und er verschwindet dann auch gleich wieder. Das ist ein Zauber, den er hat. Ich weiß, worauf ich Lust hätte. Er soll nicht seinen Zauber machen. Ich will das verhindern. Junge, hol die Kühe jetzt ab. Wir brauchen Kühe. Wenn der Dämon schon auftaucht, wa? Dann soll er nicht so viel Schaden machen. Wieso hat er so einen Zauber? Wieso hab ich sowas nicht? So, ihr folgt mir jetzt hier rein. Gut, das Ding wird fertiggestellt. Ich speichere jetzt mehrfach einfach, um zu sehen, was mit dem Dämon los ist. Wird auch gleichzeitig angegriffen von allen Seiten. So. Kannst du machen, was du willst? Okay. Oh, ich komme mir vor dem Bedrängnis hier. Das ist schrecklich. Wenigstens kriegen wir jetzt ein bisschen Milch rein. Haben wenigstens das geschafft. So, Wasser ist da. Eine Karte ist hier. Priester beerdigt Leute. Und wir haben schon wieder unsere Expertenbande hier. Oh, es wird immer mehr. Sie lassen sich nicht ablenken. Oh doch, jetzt. Okay. Seid ihr jetzt zufrieden? Ah, einen schicken sie. Wieso läuft der jetzt noch weiter? Oh, er läuft bis dorthin. Okay, wenn das... Was machen die jetzt? Geht zurück nach Hause, bitte. Ich bin euch sehr verbunden. Geht ihr nach Hause? Wer wollte da bleiben? Ich weiß nicht. Ich wollte eine Gilde. Okay, sie gehen wieder zurück. Alles klar. So. Das ist gut. Dann kann meine Strategie weiter verfolgt werden hier. Oh, zwei neue Kühe. Es geht voran. Fragezeichen. Ah, Gilde der Bogenschützen. Schon unterwegs, die Gilde der Bogenschützen. Diese Jungs sind praktisch für Langstreckenangriffe. Ach nee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ein Steuereintreiber hole ich mir. So. Keine Dämonen bis jetzt wieder? Steht so offen? Hm.
Mehr Karten, mehr Karten, mehr Karten. So, oh, ich hab 5 Stück. Gut. Kann einer ein Baumeister werden, dann können wir schneller bauen. Gut, Stöpseltaktik funktioniert. Und das ist die Gilde der Bogenschützen, ganz klar zu erkennen, an einem riesigen, einer riesigen Zielscheibe mit einem riesigen Pfeil, der da drin steckt. Was haben wir hier noch? Oh, die Gilde der Ritter können wir auch wollen. Wir können auch schon Ritter ausbilden. Aber ich habe gesehen, die sind gar nicht so stark. Zumindest fand ich sie nicht so stark. Und einen Wachturm können wir errichten. Irgendwo? Wo ich will? Oder wie? Ist das zu weit entfernt? Habe ich nicht genug Geld für die Straßen, den Straßenbau? Ja, eigentlich schon. Okay, packe ich da mal einen... Habe ich hier mal einen Wachturm hin? Oh, was ist schon wieder passiert? Wo ist er gelandet? Oh, hier. Oh, 3 Leute umgemurkst. Ja, das ist der falsche Spielstand. Mm. Gerade bei der Ernte erwischt. Ist das nicht schön? Ja, es ist so schön, dass ihr alle in die Luft fliegt, weil ein Dämon angeflogen kommt. Es gibt verschiedene Definitionen von schön und das hier ist nicht gerade die Definition von schön. Das ist mehr die Definition von... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Dämonen, oh, da ist er schon wieder. Oh Gott, bitte verschwinde einfach nur, bitte verschwinde einfach nur, bitte. Danke. Oh, nee, der ist noch da. Ah! Verschwindest du jetzt? Verschwindest du jetzt? Ja. Ich werde permanent vom Dämon attackiert. Der gibt mir keine Möglichkeit, mich seiner zu erwehren. Bababa. Da kann ich nur mit Geburtenrate gegenhalten. Und warum ist der Priester weggelaufen? Priester, du bist der Letzte, der weglaufen sollte vor einem Dämon, ehrlich gesagt. Oh, und da ist eine Leiche, ja. Okay. Einen Verlust haben wir zu beklagen. Definitiv. Kein Wassermeer, kein Wassermeer, kein Wassermeer. Und, oh, 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 oh. Und die habe ich übersehen. So, wo ist die Leiche da? So, heilen und bestatten. So, und dann... Mal wieder rechtzeitig darauf achten, dass sie ankommen. Schön hier, nicht wahr? Ja, da kommen die wieder an. Okay, ich werde sie rechtzeitig abfangen. Nee, warte mal, je weiter sie hierher kommen, desto besser für mich eigentlich, weil dann müssen sie, brauchen sie länger, um wieder zurückzulaufen. Na gut, im Großen und Ganzen sollte das ja funktionieren. So, alle greifen ihn an und sie bleiben stehen. Er hat viele Bogenschützen da. Okay, bleibt da stehen. Bleibt da stehen. So, bezüglich Bogenschützen kann ich nämlich auch mal ein paar welche ausbilden tun. Erstmal brauche ich ja wieder einen neuen Stopper. Ich bereite ihn schon mal vor. Währenddessen ich zu Tode geschossen werde. Ja, ich kriege noch ein paar Hühner. Ich hab welche. Okay, sie ziehen sich wieder zurück. Oder auch nicht. Oh, sie sind alle verseucht. Oh, sie sind alle verseucht. Das ist ja witzig. Okay, wenn sie alle verseucht sind, werden sie ja gleich alle sterben. Lalala, folgt mir. Ja, ja, ja. Oh, guck mal, sie sterben alle. Wie lustig. Okay, was mir passiert, kann dir auch passieren, Kollege.
scheidest dahin, die scheiden dahin. Jawohl, ja. Ah, sauber. Okay, die Seuche hat geholfen. Und er beerdigt jetzt auch die Gegner. Du sollst nicht die Gegner beerdigen, die können von mir aus verrotten. So, ich brauche ein paar Bogenschützen jetzt langsam mal. Würde ich sagen. Bedrohung hierher zu werden. Hey, wer kommt da denn an? Oh, ein Ritter. Das ist natürlich dann hier eine spezielle Situation. Aber vielleicht kann ich ihn ja auch einfach davon abhalten, mich anzugreifen. Ich meine, was jetzt passiert ist, ist im Grunde genommen, der Gegner ist durch die Seuche gestorben. Wo willst du hin? Wo läufst du hin? Unglaublich. Was sind das für Leute hier? Das war's. Das war's? Das war's noch lange nicht. So, außerdem müssen wir noch was errichten. Getreide. Dämonenseuche. Was ist passiert? Nichts anscheinend. Oh Gott, habe ich Seuchenproblematik? Das war's. Schon unterwegs. So schön hier, nicht wahr? Mann, diese ganzen Angriffe von Dämonen und so. Wie schön hier. Schön ist was anderes, wenn man nicht mehr stirbt. Schön ist was anderes, wenn man nicht mehr stirbt. Und zwar durch Dämonenbeschuss. So, was machen wir jetzt hier? Was macht diese lustige Bande? Du solltest eigentlich das Dorf hier im Zaun halten oder beziehungsweise dafür sorgen, dass wir nicht alle hier verseucht werden. Ich stell dich mitten ins Dorf. So. Aber ist keiner gestorben? Okay. Mehr Bogenschützen. Mehr Bogenschützen. Mehr Bogenschützen. Ich kann 6 Stück da ausbilden, ja. Okay. Oh, wir werden angegriffen von einem Ritter da. Er hat es irgendwie auf uns abge... Oh Gott, der eine Bauer. Schießt! Schießt, ihr Narren! Schießt doch! Schießt! Oh Gott, schießt und trefft doch bitte! Schießt und trefft! Oh Mann. Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Ja, habt ihn. Gut. Okay, wenigstens haben wir jetzt eine Art von Verteidigung hier. Dann brauche ich noch ein paar Lakaien. Ritter könnte ich jetzt auch errichten, eine Burg oder sowas. Warum nicht? Ich weiß, worauf ihr alle Lust hättet, das ist mir schon klar, aber... Ich hätte mehr Lust auf Ruhe. Was war das für ein schönes Siedeln, als es hier noch nicht so viel durcheinander gab? So. Wo ist der Tax-Kollektor? Wo ist mein Steuermann? Kann ich das hier sehen? Oh, Milchpreise kann ich erhöhen. Steuern werde ich nicht erhöhen. Ich meine, Steuern bin ich sowieso einer, der gnädiger ist eigentlich normalerweise als Herrscher. So. Brot habt ihr hier. Brot habt ihr da. Okay, dann, versuchen wir mal, die gegnerischen Dorfbewohner ein bisschen zu triezen. Gehen wir zum Gegenangriff über. Aber ein Glück, dass die Stöpseltaktik hier funktioniert. Was ist das denn hier für ein Tor? Das werde ich wohl brauchen. Schon unterwegs. Gut. Einen Moment mal. Mein Priester. Hat der einen Heilzauber? Nö, er hat bloß Wolkenbruch extra, also Schutzzauber und solche beseitigen. Und ich habe 4 Bauern hier. Das reicht wohl aus.
Okay, mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur nachgucken, ob ich einen Hals habe, aber habe ich anscheinend gar nicht. Und hier ist das gegnerische Dorf. So, was machen wir damit? Ich würde sagen, greifen wir mal die Kirche an. Jawohl, und es scheint gut zu gehen. Aber da sehe ich auch einen Ritter ankommen. Formiert euch, ihr Mann! Und dann greift den Ritter an. Und es geht ganz gut. Da ist noch ein Bauer. Okay. Das ist ein feindlicher Bogenschütze. Den es abzuschießen gülte. Da ist ein gegnerischer Bauer. Der irgendwo anders hinläuft. Okay, dann lauf doch weg, meine Güte. Ein Bauer ist keine Bedrohung für mein Dorf. Gut. Hütten niederbrennen. Brennt die Hütten alle nieder. Oh, eine Burg. Ja, irgendwo muss er ja seine Ritter ausbilden. Lakaien hat er jetzt... Ja, doch, hat er auch ausgebildet. Im Grunde genommen hat er, glaube ich, all seine starke Bevölkerung verloren durch... durch sage und schreibe eine Seuche, die bei ihm ausgebrochen ist. Aber was für ihn gilt, kann ja auch für mich gelten. Ich meine, warum sollte nur ich davon betroffen sein? So kann man auch einfach Glück haben. Das war ja eigentlich nur Zufall, dass plötzlich all seine Ritter da verseucht worden sind. Ich weiß nicht, ob das durch meine Leichen passiert ist oder wodurch sonst. Schon unterwegs. Mann, die war aber resistent, die hat ein paar Pfeile abgekriegt und lebt immer noch. So. Schon unterwegs. Es wird ein bisschen übersichtlicher jetzt für mich. In Bertun. Ah, Bertun hat mich ziemlich getriezt, muss ich sagen. Oh, die Bäuerin will's wissen. Jetzt habe ich eine Gilde der Ritter gebaut und brauche sie gar nicht. Okay, Frühling ist. Also, ihr braucht sicher was zu essen und Leichen. Das wird euch bringen viel. Ich weiß nicht was, aber es wird bringen viel. Ja, und das war die Mission, ne? Meine Güte. Man kann auch Pech haben, ne? Aber, oder auch Glück in dem Fall. Pech für den Feind. Diese Mission führt euch in die Grenzlande zwischen euch und dem Feind. In der oberen rechten Ecke der Karte befindet sich ein Aussichtsposten. Nur ein ausgebildeter gegnerischer Bombenleger kann dieses Gebäude zerstören. Gegnerischer Bombenleger? Okay. Natürlich ist euer Gegenpart auch nicht von gestern und hat in der linken oberen Ecke der Karte seinerseits einen Aussichtsposten. Achso, der andere ist meiner. Den Trick mit dem Bombenleger habe ich ja bereits erwähnt. Aha. Dummerweise wird unser Mann für derartige Aufgaben auf einer Insel gefangen gehalten. Nun gibt es eigentlich nur drei Dinge zu tun. Nur drei Dinge? Der feindliche Bombenleger muss davon überzeugt werden, den Aussichtsposten nicht zu sprengen. Unser Bombenleger muss befreit werden und damit es nicht zu langweilig wird, muss dieser dann auch noch den feindlichen Aussichtsposten zerstören. Noch Fragen? Okay, also müssen wir einen gegnerischen Bombenleger überzeugen, uns nicht anzugreifen, wie auch immer das gehen soll. Und dann müssen wir den von der Insel holen, unseren eigenen, um den gegnerischen Außenposten zu vernichten. Ja, und die Maus macht wieder komische Sachen. Und irgendwas wurde gerade angegriffen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Mission 12. Ja, wir werden gleich angegriffen. Ich weiß nicht von was, weil ich es nicht stoppen kann. Ja, ich kann Pause machen, aber... Was ist das da? Ist das ein gegnerischer Bogenschütze? Ja. Mit einem schicken Schnurrbart. Sieht ein bisschen aus wie so eine Art von Robin Hood-Karikatur. Und die Ritter, wenn ich sie mal ins Bild kriege... Hey, lass mich einen markieren. Okay, ja, aber ich wollte dein Gesicht sehen. Ach, egal. Einfach nur so ein Ritter. So, was haben wir denn hier? Ah, ist schon ein bisschen Startgebiet hier. Oh, einen Haufen Ritter haben wir. In Blackton mal wieder. Blackton.
Und was ist hier? Ist das unser Außenposten? Und jetzt geht's. Jetzt hat die Maus sich beruhigt. Also, hier ist unser Bombenleger. Da ist ein Teleporttempel. Hier ist ein Außenposten. Da ist ihm ein Gegner. Was? Ein schwarzer Wolf. Sieg! Es gibt feindliche Ritter. Die sind beritten tatsächlich. Das hier sind Fußritter. Ohne Schnurrbart. Und diese haben ein Schnurrbart. Damit sind sie besser. Und das ist ein gegnerischer Bogenschütze. Aber ich sage mal, was für ein Kuddelmuddel hier gleich zu Anfang, ne? Gut, aber das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Sieg! Ein Wolf! Okay, okay. Meine Güte. So, Felder sind schon angelegt worden. Haben wir Wasser hier? Nö, natürlich nicht. Das ist natürlich gleich das Erste, was ich machen muss. Sieg! Okay. Noch mehr Wölfe. Aber das muss ich mir dann gleich mal angucken. Aber es geht schon gut los, sage ich mal. Ja, bis gleich.